Dornröschenschlaf inmitten einer pulsierenden Stadt. Und fast ein Denkmal. Der alte Bahnhof des Olympiageländes in Berlin. Man wird behutsam damit umgehen. Mit dem Gelände, dem Bahnhof, der olympischen Idee, sobald sie wieder zu Leben kommt. Athletischer Spitzensport und fulminante Akrobatik an Lenkrad und Pedalen. Eine neue und durchaus interessante Partnerschaft. Zwei Renntourenwagen vom Typ Mercedes 190e helfen mit, die Idee Olympischer Spiele in Berlin auf spektakuläre und sympathische Art zu transportieren. Von vielen guten Gründen, Ja zu sagen zur Olympiabewerbung Berlins für das Jahr 2000, stehen zwei im Vordergrund. Diese Stadt kommt den Idealen Olympias entgegen. Nach dem Fall der Mauer wurde Berlin zum weltweiten Symbol für ein neues Miteinander. Keine Stadt ist dermaßen spürbar in der Mitte einer Welt, die nach ihrer Teilung nun zusammenwächst. Und es war ja immer das erste Ziel der olympischen Bewegung, durch sportliches Aufeinandertreffen gegenseitiges Verständnis zu fördern und so zu einer friedlicheren Welt beizutragen. Zweitens, dies ist eine Sportstadt, aus Tradition und fortwährender Praxis. Heute gibt es 1800 Sportvereine mit rund einer 500.000 Mitglieder in Berlin. Und mehr Sportstätten als irgendwo anders, denn zur Zeit der Teilung wurde hier vieles doppelt gebaut. Dies ermöglicht Spiele der kurzen Wege, Spiele in der Stadt. Die Grundlagen für ein funktionierendes Großereignis müssen nicht erst der Natur abgerungen werden. Die Landschaft muss nicht zu betoniert werden. Eines der Symbole für die gewachsene Sporttradition der Stadt ist jene Rennstrecke, deren Planung aufs Jahr 1907 zurückgeht. Daher auch der betuliche Name Automobilverkehrs- und Übungsstraße, Abkürzung ABUS. Und das führt uns mitten rein in die neuzeitliche Szenerie der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, in die DTM, in der sich der Daimler-Benz-Konzern mit Mercedes-Benz unter anderem auch mit dem Olympiamotto engagiert hat: Wir fahren ab auf Berlin 2000. Es ist eine der dichtesten und attraktivsten Meisterschaften des Kontinents, auf der absoluten Höhe von Technik und Action. Und ihre Helden sind fast so beliebt wie ihre Heldinnen. Die Fahrer der Berlin 2000 Autos. Keke Rosberg, der finnische Ex-Weltmeister der Formel 1, ist zwar keinen Funken langsamer geworden, dennoch zu einem Botschafter des Motorsports gereift. Und Ellen Lohr entwirft ein modernes Bild zum Thema Frau am Steuer. Aus allen Disziplinen des Sports, von Einzelkämpfern und Mannschaftstigern, aus Künsten und Medien, aus... I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams.
stand for change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Sicher ein besonders markantes Mittel, um die flotte Idee spektakulär zu transportieren. So erlebt diese prächtige Kulisse des internationalen Motorsports die Eilbotenzustellung für die Sympathie-Message Berlin 2000. Und dass es hier nicht nur um Emotion, sondern auch um durchaus handfeste Gründe geht, wird ausgesprochen von Männern des Sports, der Industrie und den Berlinern. Berlin geht durch eine sehr große Entwicklungsphase jetzt, durch die Ost-West-Situation. Jahr 2000 ist sowieso für uns allen was ganz Besonderes. Und wenn es nun den Glück gibt, dass im Jahr 2000 eine Olympiade gibt, glaube ich, es wäre sehr, sehr passend, wenn das gerade in Berlin wäre, wenn nun wirklich eine besondere Großstadt in Welt, auf der Welt ist. Es gibt die enge Zusammenarbeit der Wirtschaft mit der Stadt zum Wohle der Stadt, der einzelnen Unternehmen, der Arbeitsplätze in der Stadt und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und mit dem Tempo, in dem hier gefahren werden kann, demnächst, also Anfang Mai, auch auf der Arbus, mit dem Tempo wollen wir auch auf die positive Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees im Herbst 1993 zusteuern. Daimler-Benz unterstützt die Bewerbung Berlins für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 aus zwei wesentlichen Gründen. Erstens sind wir schon immer als Partner des Sports bekannt und wollen diese Partnerschaft dokumentieren. Zweitens glauben wir, dass wir als Technologiekonzern beim Aufbau und Ausbau und der Ausgestaltung Berlins mithelfen können. Und nun haben wir ein Produkt, nämlich das Herzstück unseres Konzerns, das Automobil. Und was wäre denn besser, als mit diesem Automobil für Berlin 2000 zu fahren? Thank you.
Die DTM trägt ihre eigene Popularität und das Thema Berlin 2000 auch außer Landes, sogar bis nach Fernost. Keine Rennstrecke Asiens hat eine derartig lange, ununterbrochene Tradition wie der Stadtkurs von Macau. Männer wie Ayrton Senna und Michael Schumacher haben sich hier schon ihre frühen Lorbeeren geholt. Und unverändert ist eine schnelle Runde im Asphaltdschungel der exotischen Stadt eines der intensivsten Erlebnisse in der Karriere eines beherzten Piloten. Wärmen auf für einen Lauf zu Berlin 2000. Für eine von vielen Sympathieaktionen rund um die Olympiabewerbung der zusammenwachsenden Stadt. Die Mercedes-Benz-Starts in der Meisterschaft haben diese Idee Hunderttausenden an den Rennstrecken und einem 100-Millionen-Publikum im Fernsehen weltweit nahegebracht. Im Herbst 1993 wird das Internationale Olympische Komitee die Entscheidung treffen. Und Berlin wird sich dabei mit einer Elite der klangvollsten Bewerber messen. Von Mailand bis Peking und Sydney. Freuen wir uns auf die Höhepunkte des Sports. Die neuen Bilder von Schönheit und Wettkampf. Die Festwochen des guten Willens. Erleben wir die Tage der Jugend in Berlin im Jahr 2000.